Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Und zwar habe ich gedacht, machen wir heute mal ein Unboxing-Video. Und zwar habe ich auf Fangame ein paar Sachen bestellt. Und die werden wir jetzt auspacken. Und nur damit ihr Bescheid wisst, die Aufnahme war irgendwie von heute Morgen 8, 9 Uhr. Und ich war extrem müde. Und ja, das war wirklich auch genauso. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Mache ich gerne so wieder sowas. Und los geht's! Wollen wir das doch mal aufschneiden? Kiwi, willst du das machen? Oh. Hier ist noch was. Ich habe noch nicht verraten, was ich mir bestellt habe, aber ihr werdet es gleich schon herausfinden. Okay. Brauche ich mal ein bisschen mehr Platz, aber ich glaube, das geht eigentlich noch einigermaßen, oder? Ich hoffe, dass das ganze Setup hier funktioniert. Ich mache das zum allerersten Mal, so ein Unboxing-Video. Ich glaube, ich glaube, jemanden, wie auch immer. So, wie man schon sehen kann, sind hier direkt ein paar Sachen. Und ich fange von oben bis unten an. Also, hier haben wir ein T-Shirt. Ein Stay Determined T-Shirt. Ich pick das mal kurz aus. Einfach aufreißen! Ah! Oh! Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass ich hier auf Fangamer bestellt habe. Und zwar sieht ihr schon im Hintergrund hier den kleinen Tammy, wo man aber nur seinen Kopf sieht. Tammy hat einen Arm als Körper, oh mein Gott! Ich habe mir auch noch einen Tauriel-Plüsch geholt. Oh! Schau dir das mal an! Das kommt mit so einem kleinen Sticker. Oh, das ist süß. So ein kleines Stay Determined Sticker. Das ist cool. Das klebe ich mir bestimmt irgendwo auf und vergesse es dann wieder. Boah. Moment. Holy. Wie das aussieht, ey. Das ist die Vorderseite. Ich finde, das sieht richtig sick aus. Ja. Und dann haben wir hier noch die Rückseite. Die ist mindestens genauso geil. Die sind überall. Für die, die es nicht lesen können. Hier sind überall Sprüche oder Dialoge aus Undertale. Na, ich bin ein Undertale-Fan und das meiste, was wir hier sehen werden, ist auch von Undertale. Und von daher freut mich das. Die T-Shirts, die probieren wir gleich mal an. Aber erstmal packen wir alles aus. Okay, als nächstes haben wir hier noch ein T-Shirt, wie es aussieht. Showtime. Halt mal ganz fix aus. Oh, es ging schneller als das andere. Die riechen neu gemacht, die riechen richtig frisch. Hier. Showtime! Sieht ein bisschen blass aus in der Cam, aber ich kann euch versichern, es ist nicht blass. Es ist ganz normal. Es hat vielleicht ein bisschen irgendwo ein paar Fehler, aber. Sieht einigermaßen in Ordnung aus. Spaß, sieht voll schön aus. Ja, in der Cam sieht es ein bisschen blass aus, glaube ich. Aber ich finde es voll schön. Auf der Rückseite ist übrigens nichts. Aber trotzdem schön. So, und jetzt kommen wir zum dritten und letzten T-Shirt. Ich weiß, euch wird das bestimmt schon langweilig, die ganzen T-Shirts zu sehen. So, Kirby, guck die Zuschauer an, damit sie nicht wegklicken. So, was haben wir denn hier Schönes? Da sieht's auch schon. Ich mach's mal ein bisschen kleiner. Jetzt ist es nicht mehr so wichtig, was da drin ist, oder? So, kann man auch Tammy besser sehen. Oh mein Gott, Tammy hat einen Körper? Hat niemand gejuckt, Mike. Hier! Spiral Mountain! Ich hab ja schon Banjo Kazooie Merch direkt hinter mir auf meinem Stuhl. Was ich übrigens erkennen kann, aber jetzt habe ich noch was. Und ja, ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich mag Banjo Kazooie. Und ja, auf der Rückseite steht übrigens nichts drauf. Das war nur beim Undertale One so. Beim ersten Undertale One. Ja. Trotzdem nice! Und das lag ja einfach offen drin. Das lag da einfach so. Ah, es gehört zum T-Shirt dazu. Lag aber nicht beim T-Shirt, oder? Vielleicht habe ich es übersehen. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Das werde ich auf jeden Fall auch irgendwo aufkleben. Oder ich lasse es so. Einfach weil es cool aussieht. Okay, jetzt haben wir hier noch, falls man sehen kann, noch ein paar einige coole Sachen. Und womit fangen wir an? Wir fangen hiermit an. Und zwar haben wir hier. Oh mein Gott! Wir haben hier ein Ralsei-Plüsch. Sieht voll cute aus.
Ja, aber sieht schon, ich habe zwei. Warum sollte ich mir zwei holen? Mag ich den Charakter einfach so sehr? Nee, der andere ist nur für meinen Bruder, also. Hat auch einen mitbestellt. Okay. Das ist übrigens kein Undertale-Merch, das ist Deltarune-Merch. Ja, Deltarune. Das ist ein ganz anderes Spiel. Wie packe ich dich aus, kleiner Fluffy Boy? Und dass er keine Brille hat. Hat er nicht normalerweise eine Brille? Oder war das bei dem anderen? Es gibt nämlich zwei Rilesies, die man kaufen kann. Es gibt einen dunkleren aus Chapter 1 und halt den hier aus Chapter 2. Weil in Chapter 1 hat er sich noch nicht revealed, wie er aussieht. Hat er die ganze diesen Hut. Achso! Oh lol! Seht ihr das? Sieht man das? Da ganz unten! Lol! Okay, Moment. Darum kümmere ich mich später. Oh mein Gott! Wie süß! Wie Alter, wie flauschig! Holy shit! Oh. Pet, 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 pet. Oh mein Gott, warum bist du. Oh mein Gott! Der ist ja viel flauschiger als Toriel. Bist du flauschiger als. Bist du flauschiger als Tammy? Ich glaube, der ist sogar flauschiger als Tammy. Holy shit, ich dachte schon, Tammy wäre das Flauschigste, was ich hier berührt habe. Schaut euch mal an, wie süß sein Scarf ist. Das ist wie Quajutsu Scarf, einfach so richtig lang. Lol, sein Tag ist einfach hier dieses Dummy. Aus dem Spiel, dieses Dummy. Das ist lustig. Oh, ich, so, oh, ich möchte euch umarmen, Leute. Habt ihr abonniert? Wenn ja, möchte ich euch umarmen. Oh, kommt hier, meine Kleinen. Duk, 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 duk. Ja, süß. Sehr süß. 10 out of 10. Nee, falsch. 11 von 10. Steht sie mal bitte direkt neben Kibi. Könnt euch ja umarmen. Oh. So, perfekt. Ah, stimmt. Ah, warte. Komm noch mal her. Ich habe noch die Brille für dich. Schau dich das an. Eine süße kleine Brille. Kann man die anziehen? Die ist viel zu klein, die Brille. Tobias. Was ist die Matheformel? Was ist die Re. Tobias, kommst du bitte nach vorne? Ich würde gerne wissen, was die Antwort zu dieser Matheformel ist. So, hier haben wir Ralzi, Uwu, Uwu Fluffy Boy. Und hier haben wir Brille, Uwu, nicht Fluffy Brille. Und wenn man die jetzt kombiniert. Oh mein Gott. Wie mach ich das? So, unter sein? Oder über sein? Nee. Wie zieh ich ihm das an? Ich kann aber nicht unter seinen Ohren, das ist zugenäht. Ah, nee. Oh, lol, das muss ich euch zeigen. Seht ihr seine Ohren hier? Da gibt es so ein ganz kleines Loch, warte, hier. So ein ganz kleines Loch, da kommt die Brille durch. Das ist ja Technik 100. Sieht man das, wie der aussieht? Oh mein Gott. Da ist er. Der Nerd. Yeah, what's up, bro? Lass mal ein Like da, yeah. Ich weiß nicht, also ich finde ihn zwar süß mit Brille, aber ich mag ihn mehr ohne Brille. I don't know. Okay, es ist nicht mehr viel drin. Wir haben noch. Oh, man sieht es gar nicht. Hier, das ist nicht mehr viel drin. Wir haben noch hier was und hier was. Und da man es hier sowieso schon sieht, nehmen wir das jetzt erstmal raus. Jumpscare. Für die Leute, die eingeschlafen sind. Ich hoffe, es ist niemand eingeschlafen. Oh Gott. Ich glaube, man sieht, was das sein soll. Es ist nämlich ein Rareware-Kissen. Aber oh Gott, ist das flach. Das ist voll dünn gedrückt. Bitte sagt mir nicht, dass da. Oh Gott. Bis da habe ich wirklich viel erhofft. Weil ich würde da gerne drauf schlafen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das. Oh. Das ist sehr dünn. Ich habe das viel dicker erwartet. Rareware. Was sieht man's? Rareware Pillow Plush. Also, Rilesy ist auf jeden Fall kuscheliger. Aber das ist auch nicht schlecht. Aber vielleicht bin ich das nur für Deko. Ich habe wirklich gedacht, da kann man ein bisschen besser drauf schlafen. Also bisher muss ich sagen, bin ich davon am meisten enttäuscht. Nicht, dass es schlecht ist. Keine Frage. Es ist immer noch super. Sieht toll aus. Und ist immer noch kuschelig. Aber es ist halt voll dünn. So, das weiß nicht. Da ist halt nicht viel drin. Ich habe gedacht, das wäre, weiß nicht wie dick. So halt. Noch so ein bisschen mehr dick. Na, mal gucken, ob ich drauf schlafe.
Ich werde euch bestimmt ein Update irgendwo geben. So, und nun fragt ihr euch, ist es jetzt vorbei? Nein. Hier ist noch was. Hier. Und dann würde ich sagen, schmeiß es einfach weg. Das war laut. Okay, hier haben wir das letzte Paket. Und es ist etwas selbst eingepacktes. Also, warum auch immer ist es alleine eingepackt? Ich darf nicht Kirby wecken. Danke fürs Besser. Da, 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 da. Oh. Da kann ich direkt schon was sehen. Soll ich es euch zeigen, Leute? Oh, ihr geht. Ja, verdammt, ihr seht gar nicht, wie ich es auspacke. Oh, das tut mir leid. Oh mein Gott. Egal. Aber man sieht schon, was da rauskommt. Und zwar. Oh mein Gott, es ist Flowey, die Dancing Plush. Und soweit ich weiß, bin ich der Erste auf YouTube, der sowas unboxt. Also. Nice. Wir sehen uns auch. Dancing Flowey Plush aus von Fangamer. Falls ihr übrigens interessiert seid, bei Fangamer einzukaufen, seid nur gewarnt, dass ihr sehr viel bezahlen müsst für Shipping und Taxes. Also da musste ich ein Drittel bezahlen. Also das Ganze hier insgesamt, was ihr jetzt bisher gesehen habt, plus das hier halt, hat mich insgesamt fast 300 Euro gekostet. Ja. YouTube Money läuft da, Baby. Oh mein Gott. Leute, sieht man das? Das ist Bubble Wrap. Ah, wir brauchen einfach gar nicht mehr weitermachen. Ich mache jetzt die ganze Zeit hier. Plop, plop. Oh mein Gott. Bubble Wrap. Allein dafür ist es schon 11 von 10. Aber holen wir doch mal Flowey heraus. Man sieht ihn auch schon. Mehr ist da nicht drin, aber die Box behalte ich. Weil die sieht schön aus. Schaut ihn euch an. Ja, warte, ich pack ihn noch kurz aus für euch. Ich will nicht auspacken. Ich will einfach nur drauf drücken. Nee, okay, komm. Sonst rasten wieder gleich alle aus. Pack ihn da raus. Niemand juckt sich für Bubble Wrap. Doch, jeder juckt sich für Bubble Wrap. Jeder liebt das. Da ist er. Oh mein Gott, warum bist du so weich? Darf ich mal? Da kann man sich drauf hinlegen. Obwohl, nee, da ist Mechanik drin. Oh, ich glaube, da sollte ich... Oh, oh. Du bist kaputt gemacht? Das Ding ist nämlich, das Ding kann ich bewegen. Das Ding hier kann ich bewegen. Und ich habe gerade ein bisschen rumgedrückt und ich habe gerade Angst, dass ich gerade irgendwas kaputt gemacht habe. Mal schauen. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. So. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht, aber hier gibt es einen Schalter und den betätigen wir mal. Oh, von... Ja, der ist schon auf on. Oh, da müssen Batterien rein. So, dann wollen wir doch mal die T-Shirts anziehen. Ich fange mit dem hier an. Hier, sieht man's? Ja, das hier. Mit dem fange ich mal an. Yeah. Ist mir übrigens erst jetzt aufgefallen, dass hier drinnen noch ein paar Sachen stehen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber doch, kann man relativ gut sehen, glaube ich. Das ist ein großer Wall of Text mit ganz vielen Sachen drauf. Schon ganz cool. So. Und dann mit den YouTube-Partnerkräften werde ich das nun anziehen. So, ziehen wir es an. Ha! Wow! Sieht doch ganz cool aus eigentlich, oder nicht? Einfach cooles rotes T-Shirt. Ich finde, der Bedruck sieht doch gut aus. Auf der Rückseite ist übrigens nichts. Ich habe schon gesagt. Oh, das ist mir gleich aufgefallen. Oh, hier ist ein Jiggy. Ich habe einen Jiggy gefunden. Nehmen wir das hier als nächstes. Ich muss sagen, das hier fühlt sich anders an als das hier. Das hier fühlt sich ein bisschen weicher an. Aber auch nicht so sturdy. Also mal gucken, wie das so ist. Ja, das. Okay. Warte, bevor wir es anziehen. Hier steht auch noch was drauf. Hier ist Flowey. Ein paar Details. Könnt ihr stoppen und euch das durchlesen, falls möglich, falls ich es hinkriege. I don't know. Okay, ziehen wir es an. So. Sieht ja auch ganz cool aus, finde ich. Doch, hat was. Auf jeden Fall. Ich muss leider dazu sagen, dass. Jedes Mal, wenn ich so ein T-Shirt anziehe, dass dann meine Haare komplett verwuscheln. Also komisch. Sorry, was ich immer anders aussehen sollte. An den Armen ist aber nichts. Das ist einfach nur vorne dieser coole Bedruck mit ganz viel zum Anschauen. Ja, fühlt sich auch gut an. Besondere, vielleicht ein bisschen anders wie das andere, aber ich kann jetzt euch den Unterschied nicht sagen. Es ist beide einfach gut. Für ihre Eingangsweise. Also nehmen wir das letzte. Und hier ist noch Bedruck auf der Rückseite. Das werde ich euch auch noch zeigen. Hier ist noch was.
Bloß ist das exakt gleiche wie beim anderen. Das sind das beide Undertale-T-Shirts. Und ja. Oh. Also das sieht richtig sick aus, ohne Witz. Fun Fact. Dieses T-Shirt wurde mit einem Trackball-Designs und mit diesem T-Shirt, da ich es gekauft habe, supporte ich Corona Research irgendwas. Also, gern geschehen. Ja, wie auch immer, es ist genauso cool wie die anderen beiden. Das hätte ich mir nicht geholt. So, und jetzt schauen wir uns die Rückseite an, falls man sehen kann. Warte mal kurz. Ja, oh yeah. Schon, es wackelt. Oh, okay, was mache ich eigentlich? Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, man kann es sehen. Ansonsten, ihr wisst ungefähr, wie es aussieht. Sonst blende ich einfach ein Bild ein, damit man es sehen kann. Aber ja, das waren die T-Shirts. Sind ziemlich nice. Und die werde ich auch bestimmt noch in den nächsten Videos öfter tragen. Und jetzt sehen wir uns bei Flowey wieder. So, hier sind wir wieder mit dem Flowey-Plüsch, wie ihr sehen könnt. Und sag mal, man musste das hier unten aufdrehen, weißt du, wie man sieht. Hier unten, guckst du hier? Genau, da unten musste man das aufdrehen und das ist extremst klein. Also das hat wirklich lange gedauert, bis ich das aufgedreht habe, damit ich da 3 Doppel-A-Batterien reintun kann. Ja, ich habe es gerade getan, deshalb weiß ich natürlich noch. So, und hier steht drauf, press here. Also, machen wir das mal, würde ich sagen. Achso, erstmal auf On schalten. Und nun. Einfach singen. Nochmal. Oh oh. Ich finde ihn cool. Oh, Bosskampf! Spoiler! Spoiler! Wie findet ihr den Flowey? Ich finde ihn eigentlich ganz lustig. Ich will es mal sehen, weil das will ich auf jeden Fall für zukünftige Videos so machen. Wie würde das aussehen, wenn er hier im Hintergrund tanzen würde? Ich glaube, das ist zu laut, oder? Der spielt ja die ganze Zeit Musik. Weiß es nicht. Der wackelt voll krass rum! Ey, falsche Richtung! Also ich muss schon sagen, ich finde das ziemlich cool. Ich fände es aber viel besser, wenn man einstellen könnte, ob er singt oder nicht. Und hey! Ich spring ihn um! Ich spring ihn um! Man kann ihn auch so tanzen lassen. Oh mein Gott! Ich hab Flowey gebracht! Ja, also wie gesagt, ich finde eigentlich ganz cool, aber ich finde trotzdem, dass man... Zum einen, warum ist das so feste zugeschraubt? Ich wusste nicht mal, welche Richtung ich drehen musste. Aber... Das ist nebensächlich. Warum kann ich die Volume nicht ändern? Ich kann die Lautstärke nicht ändern. Das ist voll weird. Da gibt es so einen On-Off-Button. Ich kann die Lautstärke nicht ändern. Das ist sehr blöd, muss ich sagen. Trotzdem sehr cool. Super nervig. Passt zum Charakter. Ach ja, was mir auch aufgefallen ist bei dem Royalty Plushie, sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar einmal die Tippy Toes. Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber da sind so kleine Bienen drin. Und was richtig cursed ist, man kann sein Bein einfach 360 drehen. Woo! Der kann Spagat machen, der Bro. Der ist extrem cute. Das ist wirklich extrem cute. Der süße kleine Reichli. Voll süß. Auch voll. Fluffy. Und er sieht einfach cute aus. Und da, er möchte einfach umarmen. Yahoo! Yippie! Ho, 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 ho.